Warum nicht? Warum nicht? Gut. Hier ist jetzt unpraktisch. Hier muss nämlich das Muster weiter. Gut. So, also dann da lang. So. Gut. Und hier ist einfach ein Ärmchen hin, das ja, Muster weiter. Hier einfach ein Ärmchen hin, das es in eine Kiste packt. Also wahrscheinlich mehrere Ärmchen, ne? So, so. Kiste, Kiste. Und da holen wir später einfach ab. Wird jetzt noch nicht so schnell laufen. Wir brauchen also noch wesentlich mehr von den Replikatoren, wesentlich mehr von den anderen Sachen. Hatte ich nicht Replikatoren gebaut? Wo waren die jetzt wieder? Da, nein. Zu viel. Hier, unter dem blauen Ding. Electric Replicators da. Bau davon viele. Momentan schafft es nämlich eine einzige Schmelze fast, das hier abzudecken, was ihr herstellt. Also wenn ich damit wirklich aktiv arbeiten möchte, dass wir es alles nur mit Replikatoren machen, dann muss es auf jeden Fall aufgestuft werden. Hier in der Forschung. Da, Replication 2. Crafting Speed 1, was haben die vorherigen? Crafting Speed 0,5. Ja, definitiv. Also Replicator da. Ja, ist okay. Da, da, da. Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links, Shift links. Ärmchen raus. Ärmchen raus. Ich brauche wieder mehr Ärmchen. Ah, sieht langsam schon besser aus. Gut, gut. Die kannst du mal abbrechen. Mehr Ärmchen. Viel mehr Ärmchen. So. Ja. Kommt jetzt nicht so viel zusammen wie bei einer richtigen Mine, aber ist ein Anfang. So, das war das eine. Jetzt sollte ich dafür sorgen, dass wir das saubere Wasser haben und genug Strom. Hm. Ja, und Automatisierung eigentlich. Das wird sehr friemelig. Sehr, sehr friemelig. Oh, waren 200 schon drin. So. Ja, Automatisierung von den Tränken wäre zum Beispiel eine sehr, sehr schicke Sache. Die kommen uns absolut nicht hinterher. Und ich brauche jetzt 50 fürs Water Cleaning. Oh Gott. Was ist mit euch? Warum zappelt ihr so? Hä? Ja, weil die ganzen Schmelzöfen natürlich Strom verbrauchen. Geh mal kurz runter. Ihr seid doch alle am Arbeiten, ja. Ja, Mist. Okay, ich guck mal, ob ich die da in Reihe schalten kann. Aber ich gehe mal davon aus. Ja, jupp. Aber ist die Temperatur nicht wieder heiß genug? Okay, ich brauche mehr Boiler. Da, mehr Boiler. Ching, 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 ching. Alles schön voll. Dich hinten dran. Kommst du wieder auf 100 Grad? Ja, schaut gut aus. So machen wir das hier auch und dann müssen wir später gucken. Achso, und eigentlich sollten wir die so hinstellen, dass sie automatisch befüllt werden können mit Kohle, ne? Sonst habe ich recht schnell ein Problem. Also ja, wenn wir das Ganze später umsiedeln nach da unten, wo es eigentlich hin soll, dann in diesem Dreierabstand wie vorher auch. Und ich sollte diesmal auf den Vorschlag achten, der mir Mitte der letzten Staffel gegeben wurde, dass ich dafür sorge, dass man hier drunter durchlaufen kann. Hatte ich zwar am Anfang belächelt, aber ich habe dann am Ende doch recht viel Zeit damit verbraucht, da mal rein und rauszulaufen. Also ja. Bitte mehr grüne Tränke. So. Eine Drahtfabrik. Ja, die könnte ich kurz machen, das dauert nicht lange. Da. Da, da.
Ärmchen sind schon wieder weg. Nein. Stimmt, weil die grünen Tränke Ärmchen schlucken. Da. Rein, raus. Rein kommt bitte Kupfer. Du stellst bitte her. Worunter bist du jetzt schon wieder gelandet? Da, unter normalen Sachen, okay. Stellst bitte Draht her, das tust du da rein. Gut, jetzt bitte grüne Tränke weitermachen. So. Eisen müssen wir gucken. Ja, Stein und Eisen einmal abklappern. Beim Eisen ist der Vorteil, dass die Schmelze nicht vorläuft wie oben beim Kupfer. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen viel mehr. Viel, viel mehr. Hier. Oh, und die seltenen Erdendinger kann ich auch noch abholen. Was wollte ich hier unten? Gar nichts. Ich wollte Stein holen. Stein war hier irgendwo. Da. Zack. Goodie. Grüne Schränke sind in Arbeit. Das hier ist am Laufen. Kohle brauche ich jetzt nicht wirklich so viel. Also wenn ich später die ganzen Stromsachen gemacht habe, dann werde ich die Kohle brauchen. Das könnte ich allerdings schon mal vorbereiten. Habe ich schon Pumpen gebaut? Nee, bau mal so 4 Pumpen. Wenn das denn da irgendwann mal alles durch ist. 4 Pumpen. Und noch mehr von denen. Dann gucken wir weiter. Oh, nächste Frage. Machen wir es mit Robotern? Nein. Die Befüllung von den Dingern machen wir nicht mit Robotern. Das machen wir schön mit dem Fließband, wo einfach Kohle draufläuft. Ja. Strom ist allgemein okay. Ist allgemein okay. Da. Da. Britzel, Britzel. Das dauert alles so lange. Komm schon, ich brauche schnelleres Crafting Speed für mein Dingens, mein Inventar. Also mach hier einfach mal ein Ärmchen hin. Und keine Kiste, weil wir keine Kiste haben. Ah, die gehen schön flott. Ching, ching, ching. Ich könnte auch das Prinzip der Lebenslinie wieder aufleben lassen. Also mit einem Hauptstrang, wo Kupfer, Eisen und Stein lang läuft. Und von da an alles abgezwackt wird. Aber das hatte sehr viele Probleme, das weiß ich noch. So, mach bitte erstmal die Kisten. Ich hätte gerne einen kleinen Vorrat Kisten. Und Holz wird langsam ein bisschen mau. Und ein extra Boiler bekommen. Oh, diese extra Sachen können ja richtig schick werden später. Stellt euch mal vor, wir kriegen so aus Versehen einen extra MK6 Mining Drill. Ja, doch, doch, doch. So. Genau, die Kiste. Kiste. Da. Ja, und die produziert auch zu viel für den Einschmelzofen eigentlich. Das heißt, wir müssten hier genauso ein System bauen wie unten. Nö. Ich baue einfach irgendwo noch einen. Und warte mal. Nee, ist zu wenig. Bau mal hier so einen Drill hin, gib dem auch mal Strom. So. Da auch ein Schmelzofen. Da noch ein Ärmchen. Da eine Kiste. So. Abholen, abholen. Theoretisch könnten wir es auch gleich hier hinliefern lassen, damit dadurch Draht hergestellt wird. Von der einen. Ja, warum nicht? Dim, dim, dim. Dim, wird eh alles abgerissen hier später. Du liefer bitte das da. Und dich beschränken wir nicht. Du machst einfach durchgehend Draht, weil wir werden Draht immer brauchen. Gut, unsere erste Fließbandautomatisierung. Ich will grüne Tränke noch. Oh, wir sind gleich fertig mit Water Cleaning. Das ist sehr schön. Trotzdem brauchen wir noch mehr. Zack, 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 zack. Steine hatte ich abgeholt. Tu mal hier neue Steine rein. Tu mal hier neues Eisen rein. Ja, ist alles okay, ist alles okay. Wie läuft ihr so?
Langsam. Aber wir können Module reinpacken. Das wird später noch gut abgehen, denke ich. Die Replikatoren. Und ich habe ganz viele Talentteile. Kann ich die irgendwie vercraften? 4 verfluchte Herzen, um ein Talentteil zu bauen. Ich habe 6 Talentteile Stufe 5. Ich verstehe es nicht. Stats. Schwert. Schwert nicht gefunden. Bogen. Bogen Level 2. Ha. Ja, gut. Ja, macht das schon. Ah, ist echt ein bisschen mau hier. So, 11. Das könnte fast reichen. Geh hoch und sobald wir das saubere Wasserding da haben, dann bauen wir das hier alles um und nach da unten. Du, da, du, da. Trotzdem weiterbauen, falls es noch nicht reicht. Da. Ja, vielleicht braucht man 10 davon für einen oder so. Ah, das werde ich später schon noch rausfinden. Ist okay. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Mhm. Seltene Erden habe ich zwar noch 24, aber kann ich auch wieder ein paar abholen. Weil davon werde ich sehr, 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 sehr viele brauchen, wenn ich wirklich auf Replikatoren setzen will. Und das brauchen wir ja auch für Solarzellen zum Beispiel. Das ist echt günstig, theoretisch. Braucht man für die MK2 Solarzellen? Für die MK2 Solarzellen braucht man MK1 Solarzellen. Und dafür die. Also ja, ich könnte jetzt einfach schon mal einen Solarpark bauen. Hm. Okay, erstmal keine Forschung. Wir hätten gerne einen Liquid-Händler. Da. Der hat jetzt gleich ganz viel zu tun. Oh, und keine Kohle. Keine Kohle ist. Eigentlich egal, was wir jetzt da unten neu aufbauen, ne? Ja, wir sollten es aber erstmal vorbereiten, bevor wir da jetzt Probleme machen. Also geh nach unten. Unten, unten, unten. Ja, hier ist okay. Nächstes nicht, wir wollten die Anlage gleich dahinter bauen. Okay, haben wir schon Landfill? Bauen wir Landfill. Und hole erstmal neue Steine ab, bevor wir da weitergehen. Da, für noch mehr Landfill. Und dann machen wir uns jetzt eine schön gerade Strecke, wo dann unsere Stromversorgung hinkommt. Zum Beispiel. Wir sind schon zu nah an der gegnerischen Basis eigentlich. Hier. Hier sieht gut aus. Bau, Landfill, 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 Landfill. So, erstmal dich abbrechen. Da kommt Landfill. Ah, gut. Ein noch. Hier. Die Strecke können wir noch gut nutzen, denke ich mal. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Pumpe. Eigentlich hier drunten, ne? Ich weiß, wir werden davon später sehr viel brauchen. Habe ich überhaupt genug dafür? Ja, bau 5 Landfill. So, fangen wir hier an. Eine Pumpe. Dann so. Hier brauchen wir noch gar nicht diesen Dreierabstand. Das ist jetzt echt nur für die Wasserproduktion. Ja, da ist es doch vollkommen Wayne. Wo das genau ist. Ja gut, ich weiß nicht, wie viel Wasser wir später brauchen. Machen wir einfach so. Das kommt hier raus, hier raus, hier raus. Und da raus und läuft dann hier irgendwo lang. Zu den Wasserreinigungsdingern. Wo ist mein Fluthändler?
ernsthaft, wo ist mein Flugzeug? Ich hab den gebaut. Oder habe ich den abgebrochen? Oh, es fehlt Holz. Nee, das kann ich nicht Holz finden. Ich habe 109 im Inventar. Crude Mo. Ach, Stein fehlt. Ja, irgendjemand hat den Stein verbraucht, ne? Mist. Gut, laufen wir nach da oben. Ja, also wir machen unten einfach nur die Pumpen hin, die das richtige Wasser hochbringen. Oben wird das gesäubert und dahinter machen wir erst die Stromanlage. Mit der Befüllung und so weiter. Und wir brauchen viel mehr. Du kannst schon mal anfangen, die Crude Rotors zu bauen. Da.